So, ja, willkommen zurück. Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute einen sehr schönen Testkandidaten da. Einen Scirocco Air. Der hat im Prinzip außen einmal komplett gestellt, bis auf die Felgen. Schwarz Metallic. Ich glaube, diese Lackierung heißt Black Magic Pearl Effect. Ja, Lackierung, bisschen lidiert, sage ich mal. Viele Hologramme, Swirls, tiefere Kratzer drin. Und ja, da geht es jetzt heute quasi darum, den wirklich wieder in einem super Zustand zu machen. Dann kommt Keramik drauf auf die Scheiben, Lack und Kunststoffe. Wie gesagt, Felgen nicht. Das sind in dem Fall die Winterfelgen, die hier drauf sind. Genau, also das ist jetzt so der aktuelle Plan. Hab gedacht, ich nehme mich mal mit, weil ich ein paar neue Polituren testen werde. Ich würde sie euch einmal kurz zeigen, denn die sind so ein bisschen was Besonderes. Ja, wir werden die hier heute benutzen. Und zwar sind das die von Wim Concept. Und wie ihr seht, die haben einen Sprühkopf oben drauf. Das sind sprühbare Polituren. Also hier haben wir die Heavy Cut, Medium Cut und die Hochglanzpaste. Das ist auch so ein bisschen rot, grün und blau. Ich denke, in der Kamera sieht man das ganz gut. Ja, Schöne bei dem hier, man braucht sehr wenig, wie gesagt, sind sprühbar. Man sieht es auch so ein bisschen, wenn man hier mal, die hatte ich vorhin geschüttelt. Ah, hier sieht man das sehr gut. Genau, sind sprühbar. Ich denke, bei der hier, ja, erkennt man es auch. Das heißt, Vorteil ist natürlich, ich hatte jetzt vorhin schon mal so einen kleinen Mini-Test-Spot gefahren. Also wir haben hier Mikrofaser-Pad für Finish und hier Cutting. Das Schöne ist natürlich, wenn man das hier drauf sprüht, Mikrofaserpads sind direkt benetzt. Man muss es nicht irgendwie mit der Hand groß einreiben. Hat eine sehr schöne Deckung und man braucht relativ wenig. Also sagen wir pro Bauteil, ein Sprühstoß reicht dicke. Also man braucht wirklich sehr, sehr wenig Politur. Bin selber schon sehr, sehr neugierig. Sprich, wir werden den Scirocco exzentrisch bearbeiten mit Mikrofaserpads. Die Polituren funktionieren aber auch auf allen anderen Schaumstoffpads genauso. Auch hier natürlich der große Vorteil, durch dieses Sprühen habe ich direkt so eine Art Priming-Effekt. Ich muss die Politur nicht noch groß irgendwie verteilen oder so, sondern wirklich das Pad ist einmal sauber benetzt. Ist so ein bisschen eine Übungssache mit Distanz und Sprüh und hin und her, aber wenn man den Dreh erstmal raus hat, ist es eigentlich relativ easy. Wie gesagt, ich habe jetzt selber schon so ein Auto mal so testweise so ein bisschen damit gearbeitet, auch noch nie so intensiv oder so, dass ich mir ein Bild davon machen kann. Bei dem Scirocco werden wir das jetzt machen. Und dann entfetten, dann Keramik drauf. Ja, das ist jetzt so aktueller Stand. Ja, das wird auf jeden Fall richtig gut. Ich würde sagen, wir gucken uns das Lackbild nochmal an. Der ist nämlich so ein bisschen mitgenommen. Ja, also die Haube sieht schon mal so, ja, so aus, als würde man hier auf jeden Fall einiges reißen können. Genauso wie eben hier. Auch hier natürlich klassisch. Ist halt schwarz, ne? Schwarz sieht man nicht alles. Ja, hier hat sich wohl schon mal einer ausgelebt. Wir sehen im unteren Bereich Hologramme. Hier diese Wölbung hier, wie immer, mit unter am stärksten verkratzt. Ja, ganz klar. Ja, geht's jetzt bis hier rum. Hier haben wir dann auch wieder Hologramm und ganz, ganz leichte Schleifspuren. Da war wahrscheinlich schon mal irgendwo eine Kleinigkeit auch hier um den Tankdeckel herum. Ja, auch hier oben. Ja, Dach sieht genauso aus. Läuft. Klavierlackgeschichten werden auch wieder sportlich. Heckklappe. Ja. Wobei die Heckklappe geht sogar noch so ein bisschen. Ne? Also hier oben Kofferraumklappe, logisch. Dann hier unten einen tieferen Kratzer. Ist auch wieder leichte Schleifspuren. Denke, man sieht's. Ja. Und Hologramme. Ganz klar, logisch, dürfen nicht fehlen. Ja, also wird auf jeden Fall wieder eine coole Nummer. Ja, würde sagen, fangen wir mal an. Ich würde sagen, ich klebe mal einen Teilbereich ab. Wir gucken einfach mal cutmäßig, was so geht, was die Polituren reißen, ganz wichtig. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Mal schauen, wie viele Stufen wir brauchen, dass wir da ein vernünftiges Bild kriegen. Ja, ich würde sagen, probieren wir es einfach mal aus. Ich würde sagen, ich klebe die Haube mal zur Hälfte ab und dann gucken wir einfach mal, wo der Hase langläuft. Ja, legen wir mal los. Thank you.
die ersten Testspots jetzt poliert. Ich habe jetzt einmal die Haube zur Hälfte gemacht, also poliert und unpoliert. Die Tür, ich muss sagen, das ist schon ein bisschen was anderes. Also gerade mit diesem Aufsprühen aufs Pad, es ist was anderes. Ich habe mir angewöhnt, dass ich quasi das Pad und die Maschine immer Richtung Auto halte, zu der polierenden Fläche und dann quasi die Pads einsprühe. Ich sag mal, das erste Mal ist man noch so ein bisschen unbeholfen, beim zweiten, dritten Sprühen weiß man, wie der Hase läuft, dann geht das. Also wirklich easy. Ja, gut, also ich bin jetzt gerade dran. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Testflächen poliert. Ich habe jetzt alle drei Stufen auch gefahren. Die Polituren sind sehr, sehr ähnlich, ehrlich. Sprich, die rote Heavy Cut ist wirklich auch heavy. Die mattiert die Fläche so ein Stück weit und zieht sich leichte Schleischstiefen rein, weil die wirklich sehr abrasiv ist. Zumindest in Verbindung auch mit dem Cutting Pad, was es da eben dazu gibt. Man braucht auf jeden Fall, muss man nach dieser Politur die grüne Politur fahren, die Medium Cut, weil die Hochglanzpaste nicht reicht, die Kratzer zu entfernen von der Heavy Cut, ist ja wirklich nur eine Finish Paste und dann die blaue hinterher. Die blaue ist wirklich sehr geil, die Polituren sind in der Abnahme alle sehr einfach auf jeden Fall, das ist schon mal easy, das ist top. Die stauben auch nicht so krass. Sie stinkt nicht nach Lösemittel, das ist jetzt so der erste Eindruck, den ich davon habe. Und die Black Magic Pearl Effekt Lackierung ist auch eine relativ harte Lackierung. Ist hier in dem Fahrzeug auch relativ stark zerkratzt, das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ja, gut, also wir polieren jetzt erstmal so weiter. Ich werde die Polituren ein bisschen längere Zeit noch testen, um ein Bild davon machen zu können. Und auf dieses Fahrzeug kommt Crystal Serum Ultra. Ich habe ja noch einen Rest von dem Test, der hier auf der Gisela gerade läuft. Den prügeln wir hier auf jeden Fall auch drauf. Bin ich auch schon sehr angefixt davon. Ja, also bleib am Ball. Wir polieren den jetzt einmal durch. Dann entfetten, dann Crystal Serum Ultra und die Scheiben und so kommen sowieso auch noch. Also, weiter geht's. I'm not afraid to.
Gut, willkommen zurück. Ja, wir sind jetzt bei Tag 3. Doch, ja. Also gestern habe ich nur quasi die Arbeitsaufnahmen gefilmt, habe jetzt aber kein gesprochenes Wort gefilmt, weil war jetzt nicht so spannend. Wir haben ihn jetzt komplett durchpoliert, wir haben ihn jetzt komplett entfettet, ringsum einmal mit IPA, die Haube mit IPA und Methylacetat. Da hatte ich den Enzo Glenn nämlich mal testweise drauf gemacht und 12 Stunden aushärten lassen oder ausreagieren lassen und habe festgestellt, dass dem Isopropanol ziemlich egal ist. Den kriegt man so schnell gar nicht runter, war ich echt überrascht. Gut, auf jeden Fall, wir haben den jetzt komplett durchpoliert. Der ist vom Lackbild her wirklich gut geworden. Ich würde sagen, wir checken gerade mal kurz das Lackbild und dann checken wir, was drauf kommt. Jo, also ich gehe jetzt mal so ein bisschen weiter weg. Denke, dann wirkt er wirklich besser. Also ich meine, guckt es euch mal an. Ist wirklich gut geworden. Gerade wenn man so ein bisschen, denke ich, die, das Lackbild vorher noch so im Auge hatte. Ja. Gut. So, gehen wir mal hier einmal so rum. Also. Ja, ziemlich übel. Ich denke, also im Lichttunnel erkennt man hier genug, wie das aussah. Ja, also sieht schon, also wenn ich mir das so angucke, Look ist schon richtig geil. Ne? Also jetzt kommt er wieder richtig raus. Ja, also gerade auch die Haube hatte ich ja vorher auch schon gezeigt. Ist auch schon ziemlich wüste aus. Klar, wir haben jetzt hier vorne ist ein bisschen mit Steinschlägen übersät, aber jo, ist halt ein Auto und wird bewegt. Und jetzt sieht man auch, dass ein Strahler kaputt ist. Muss ich auch mal wieder ersetzen. Dann mega, wirklich gut. Das Schöne bei den Polituren ist, und das habe ich mir wirklich sagen lassen, also die alles, was da drin ist in den Polituren, kann man wirklich mit Isopropanol entfernen. Man hat also nicht irgendwelche Füllstoffe, die dann wirklich mit stärkeren Lösemitteln oder so entfernt werden müssen, sondern kann man mit Isopropanol entfernen. Polituren sind staubarm. Das mit dem Sprühen ist eine Gewöhnungssache, aber auch ganz angenehm. Es geht ein bisschen schneller, wie dass ich jedes Mal da die Tropfen drauf mache, sondern wirklich Pad, einmal drauf sprühen, fertig. Ja? Die Schleifpaste ist schon wirklich eine Schleifpaste. Sie mattiert die Fläche sehr stark. Man muss auf jeden Fall einen Medium-Cut-Gang fahren, wenn man die benutzt. Man könnte natürlich auch die grüne und die blaue fahren, also die Medium und die Finish. Die grüne hat schon gut Biss. Also ich sag mal, damit geht schon wirklich einiges. Hätte bei dem aber nicht gereicht. Also da mussten wir auf jeden Fall einen Schleifgang fahren. Ja. Also ich muss sagen, die Politur muss ich noch ein bisschen länger testen. Ich habe die jetzt wirklich jetzt einmal für dieses Fahrzeug exzessiv benutzt. Da kann ich mir aber jetzt noch kein Bild machen. Zu der Flex PXE wird es übrigens auch noch ein Update-Video geben, was so meine Meinung zu der Maschine ist. Aber da muss ich auch noch ein paar Aufbereitungen erst mit der machen. Ich habe natürlich schon die noch und nöcher benutzt, aber das reicht halt nicht wirklich für ein hundertprozentiges Fazit. Das bringt mir nichts, wenn ich die nur im Kotflügel benutze und sage, jo, ist eine schöne Maschine, aber das war's. Also da kann man halt wirklich zu einer Maschine oder so nichts sagen. Ja, sie muss man ein bisschen öfters benutzen, um sich wirklich eine Meinung bilden zu können. Gut, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Produkten, die auf den Lack kommen. Das ist ganz wichtig jetzt. Wir hauen drauf, und das sollte eigentlich von der Menge noch reichen, Crystal Serum Ultra. Und das Ganze toppen wir mit dem Exo V4. Also hier wird es jetzt richtig Endstufe, also lackmäßig geil. Und jetzt hauen wir richtig einen drauf. Und jetzt kommen, wie gesagt, Crystal Serum Ultra und Exo V4 drauf. Auf die Scheiben hauen wir drauf das Nanolex Ultraglas. Auf die Plastikgeschichten machen wir das Plastic Coat von Surfaces drauf. Wow, und da wird es eigentlich auch schon wirklich ganz schön mischi-maschi, muss man sagen. Aber ich habe richtig Bock drauf und wir hauen die Produkte jetzt mal drauf und bleibt am Ball. Und los geht's. I'm not afraid to.
Gut, wir haben es geschafft. Baby ist fertig. Ich würde sagen, wir zeigen noch mal kurz ein paar Nahaufnahmen. Coatings sind jetzt drauf, die Gummidichtungen sind jetzt gemacht, Reifenflanken sind gemacht, Plastik ist gemacht, Scheibe ist gemacht, also viel Endrohre sind gemacht. Ja, das ist alles in einem Video. Schon cool. Gut, gucken wir uns mal ganz kurz das Fahrzeug noch an. Ja, also hier haben wir das. Gutes Stück. Wie gesagt, Two-Layer Crystal Serum Ultra plus Exo V4 ist hier drauf. Kann euch sagen, jetzt so nach ein paar Stunden, es ist hier schon mega glatt. Also wenn ich hier mal so drüber fasse, ganz vorsichtig, schon geil. Ja, Lackbild würde sagen, ist sehr gut geworden, gerade wenn man weiß, wie es vorher war. Hier die Gummidichtung haben wir gereinigt und gepflegt. Da zieht die Geschichte gerade noch so ein bisschen ein, deswegen sieht das ein bisschen glänzend und fleckig aus, aber das zieht noch ein. Das Problem gab es ja schon früher beim Golf 7, glaube ich. Da waren diese Gummileisten hier sehr anfällig. Was ich hier wirklich empfehlen kann, ist, einen Moment, das habe ich, glaube ich, hier drüben. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe es hier drüben. Ah, seht schon. Gummireiniger von Petzolds. Also wirklich so, finde ich, für Gummi das Geilste, was es gibt. Der wird wirklich super sauber, super matt. Und dann kommt da quasi nur noch die passende Pflege dann drauf. Und dann ist der wirklich sehr geil. Also wirklich von der Pflege her tipptopp. Ja. Habe jetzt auf die Gummileisten hier bei dem Fahrzeug gemacht. Hier drüben ist es. Von Nanolex Tire und Rubber Restore. Ist auf den Reifenflanken drauf. Gerade bei dem Look, jetzt wo das Schwarz hier so richtig schön glänzt, finde ich diese glänzenden Reifen sehr schick. Eben weil es auch so Niederquerschnittsreifen sind. Wirklich tipptopp. Ja, also jetzt mal hier ganz kurz. Ja, also das sieht auch schon, denke ich, ein Riesenunterschied, oder? Kann man schon mal so lassen, ne? Ja, wie gesagt, Lack Crystal Serum Ultra Exo V4. Auf die Scheiben haben wir das Ultraglas drauf gemacht von Nanolex. Hier haben wir auf die Kunststoffe, also Gummis, klar. Kunststoffe haben wir das Plastic Coat drauf gemacht. Und die Endrohre haben wir noch gemacht. Ja, das sieht auch wieder einigermaßen vernünftig aus. Sah vorher auch schon ziemlich wüst aus. Ja, also würde ich sagen, er kann sich sehen lassen. Ja, Beading gucke ich mal, wenn erst morgen früh, dass ich vielleicht noch was reinschneide. Kommt aber ein bisschen drauf an, wann der Kunde das Auto jetzt abholt. Bin aber auf jeden Fall auch schon gespannt, wie es auf dem Auto wirkt. Also wirklich geil. Insgesamt sehr arbeitsintensiv. Ich bin aber wirklich mit diesen Polituren sehr zufrieden, also mit den Sprühpolituren. Da haben viele gefragt aus dem Livestream, den ich gestern gemacht habe, wo es die denn gibt. Würde ich einmal unten, schau dir mal in den Kommentaren, da poste ich einfach mal den Kommentar, also in, als Kommentar quasi den Link dazu, wo ihr euch die angucken könnt. Gibt es von Clean Labs. Die machen auch Coatings und so, also wirklich viel selber. Und da könnt ihr diese Polituren eben erwerben. Ich bin sehr zufrieden, hat einen Top-Job gemacht. Wirklich geil, also gerade wenn ich das Ergebnis hier so sehe, schon richtig geil. Fett. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet wieder ein zum nächsten Mal. Habt ihr Fragen, einfach unten in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao. So, noch ein ganz kurzes Update, bevor das Video jetzt rum ist. Wir haben den nächsten Tag. Ich bin jetzt quasi gerade dabei, das Auto zu übergeben. Der Kunde wird jetzt irgendwann die nächsten paar Minuten aufschlagen. Jetzt wollte ich euch das Beading aber noch ganz kurz einmal zeigen und nicht vorenthalten. Also, ja, würde ich auch sagen, sieht ziemlich geil aus, oder? Nochmal ganz kurz, dass ihr das Beading noch schnell gesehen habt, bevor das Video rum ist. Ja, hab gedacht, das wäre so ein schönes Abschluss, nochmal das Beading zu zeigen. Gut, so, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.